Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, hier zurück zu Jump Light Odyssey. Ja, ich würde sagen, als erstes legen wir mal unser neues Ziel fest. Zurückspringen ist, glaube ich, keine Option und deswegen lassen wir das auch. Außerdem hätten wir das ja vielleicht gleich machen können. So, wir haben hier eine Navigationsbarke und wenige Einsätze. Halte ich jetzt für nicht so prickelnd. Ich würde mal hier schauen, wie es hier aussieht. Da haben wir ein paar Rettungsmissionen, Wasser und sonstiges Biomasse, Nahrungsmittel, Wasser. Würde ich mal einloggen, dass, wenn wir soweit sind, können wir dann dahin springen. So, ich werfe mal unsere Zeitmaschine an. Und ja, da gehe ich als erstes mal runter zum Hangar. Ich muss jetzt mal prüfen, wie wir das jetzt hier eingeteilt haben. Ja, okay. Also, dieses Shuttle würde ich wegmachen und hier würde ich dann zwei Roboter-Shuttle, hier würde ich so einen Speed-Shuttle machen und zwei normale für den Moment, Entschuldigung. Für den Moment würde ich das so machen. Gut, das heißt, ich würde mal... oder würde ich das vielleicht später machen? Ich glaube, ich mache das später. Gut, dann würde ich sie trotzdem mal losschicken. Und wir prüfen mal, was wir für Einsatzmöglichkeiten haben. Wir haben also wieder einen Sondierungseinsatz, würde ich mal auswählen. Dann nehmen wir mal das Shuttle, was wir noch nicht benutzt haben. Und warte mal, vielleicht kannst du mal... Ach, drei davon, das ist natürlich der Hammer. Da würde ich... Warte mal. Hier, ich nehme dich mal mit. Genau. Dann... Nee, das sollst du nicht machen. So, hier, gehen wir zurück. Und dann prüfen wir mal. Ich gehe nochmal in die Sache Sondierungseinsatz. Eine Person. Jetzt ist die Person weg. Ne, hier ist sie. Gut. Und dann machen wir den Sondierungseinsatz. Dann werden wir sehen, was dabei rumkommt. So, wunderbare Sache. Wir haben ja etliche Missionen hier. Ich würde da vielleicht auch nochmal eine Wassermission machen. Ist nur die Frage, ne? Was ist jetzt eine gute Wahl? Weißt du, was ich aber mache? Ich mache hier eine Such- und Rettungsaktion. Oder nehme ich den 20er, da haben wir nämlich 100%. Genauso machen wir es. Gut, wunderbare Sache. Das können wir noch machen. Alles andere werden wir uns gleich antun, wenn das Shuttle vielleicht zurückkommt. Gut, okay. Als nächstes. Es gibt viel zu tun. Ja, und wir müssen halt gucken, wie wir es machen. Ich habe hier, das würde ich jetzt mal so lassen. Ich muss bloß mal gucken, da ich wieder neu aufnehme, muss ich hier wahrscheinlich einstellen, genau. Priorisieren, holen und machen. Dann würde ich gerne mal die Schränke kontrollieren und das sehe ich schon, wow. Da machen wir bitte gerne nur Nahrungsmittel und hier machen wir, das können wir so lassen. Okay, sehr, sehr gut. Okay. Gut, jetzt bin ich ganz kurz am Überlegen. Es müsste eigentlich funktionieren. Wir werden das jetzt mal ausprobieren. Ich gehe mal hier rein, wir machen mal eine Erweiterung. Nee, so funktioniert es nicht. Dann muss ich das nochmal anders machen. Ich brauche noch eine Tür vorher. Sonst haben wir keine Tür. Und das sollte jetzt funktionieren. So, als nächstes würde ich gerne hier... das so machen. Kann ich mir das leisten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. So, dann reißt er das mal alles ab hier, genau. Dann gehen wir mal hier rein. Hier hätte ich gerne eine Tür. So, wunderbar, können wir machen. Und hier hätte ich gerne was abgerissen. Dass wir wieder an Ressourcen kommen. So, wunderbar. Ja, so ist das fein. Okay, und die Tür können wir dann hier wegmachen irgendwann. So, dann gehen wir mal ins nächste Geschoss. Wie sieht es denn hier aus? Ja, hier würde ich jetzt gerne mal prüfen, ob wir... Wir hatten doch gerade Ressourcenmangel, oder nicht? Weiß ich nicht. Egal, wir prüfen mal. So, da haben wir das. Das würde ich gerne mal bauen, dafür kommen die zwei dann weg. Hat einfach was mit Brandschutz zu tun. Ich erhoffe mir davon, dass es dann einfach vielleicht nicht das Feuer dann so wütet und zu viel kaputt macht. Werden wir aber sehen, ob es funktioniert. So, ich habe mal Strom, ich habe mal Wasser hier. Ja, das wird dann auch wegkommen, weil wir das ja im Endeffekt dann irgendwann mal hier erhöhen. So sieht's aus. Gut, diese Station hier, halt das nicht, da hätte ich gerne auch eine Tür und zwar hier hin. Sehr gut. Dann würde ich das gerne so machen und ich probiere das jetzt mal ganz kurz, ob das so funktioniert. Ja, funktioniert und zwar, die mache ich auch gleich weg. Es ist zwar jetzt ein bisschen blöd, aber nicht zu ändern. Kann ich die noch wegmachen? Das geht auch. Dann machen wir die noch weg hier.
Und da haben wir 16, die wir zurückbekommen. Das ist doch eine feine Sache. So gefällt das. Gut. Ja, hier können wir jetzt gerade nicht viel machen, aber hier können wir noch was ändern. Wie gesagt, das sind Dinge, die null zum Spiel sind, aber ich erhoffe mir halt davon, dass wir vielleicht beim Feuer nicht gleich alles kaputt geht und dass sie es schaffen, da vielleicht was davon zu löschen. So, das funktioniert, dann können wir das nämlich alles abbauen. So, wie sieht es jetzt hier unten aus? Mhm. Okay, das läuft soweit. Ich würde mal hier prüfen, wie das jetzt hier ist. So, dann machen wir das noch. Ja, es ist ja eine schnelle Sache hier, ne? So, das bleibt erstmal so. Hier würde ich das gerne ändern. Und zwar... Das kann ich so nicht ändern. Nee, kann ich nicht. Abreißen ist wohl okay, aber bauen ist nicht okay. Da will er keine Kombination haben. Dann ist das so. Machen wir hier mal den Strom hin. Und hier machen wir das andere hin, genau. Subi, dann haben wir das. Das bleibt soweit. Ja, jetzt kann ich mal gucken hier. Hier hocken sie gerade wieder. Auf den Stühlen. Okay. Wie sieht es denn hier aus? Hm. Na gut. Und dann mache ich das hier nochmal. Dasselbe Spiel. Und auch hier. Ja, und dann kriegen wir das ja alles wieder. Ne? Wo sind denn jetzt hier die... Die sind dort. Okay. Ja, machen wir mal anders, ne? Machen wir mal anders. So, und dann machen wir mal hier das so hin. Und das kommt hier hin. Ob das jetzt einen Unterschied macht, ob ich das jetzt gleich hier an die Ecke setze oder hier daneben, das weiß ich nicht. Ich habe mich jetzt für das entschieden. Am Ende werden wir sehen, ob es funktioniert. So. Aber ich würde hier trotzdem gerne nochmal, auch wenn es jetzt zu fies ist, aber du kannst dich ja vielleicht auf den anderen dort setzen. Das wäre echt super. Vielen Dank. Naja, mal gucken. Ja, ist halt so, wie es ist, ne? Kannst du nicht ändern. Gut, damit haben wir schon mal das. Wasser haben wir ungefähr 350 jetzt schon aufgebraucht. Ja, dann müssen wir vielleicht mal eine Wassermission machen. Kein Problem, kriegen wir auch hin. So, Raumschiff war erfolgreich. Es hat erfolgreich alles erkundet. Dann würde ich jetzt mal sagen, wir prüfen mal, was wir jetzt hier sehen. Und zwar mal Wasser, 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 Trümmer. Da hätte ich jetzt gerne euch hier. Ist das eine gute Idee? Ja, mache ich. So. Vielleicht schaffen die es noch, bevor das andere eintrifft. Weiß ich nicht. Ressourcen haben wir hier 18 und hier haben wir 17. Dann würde ich euch nochmal bitten, damit zu helfen. Wenn es nicht funktioniert, wenn wir jetzt hier ins Leere gehen, dann ist das halt so, ne? Können wir dann auch nicht ändern. Und die mache ich nochmal für das Wasser und dann haben wir da auch schon wieder einen kleinen Puffer wieder extra. So, wunderbar. Dann können wir da mal rausgehen. So, das läuft, das läuft. Hatte ich das hier schon eingeteilt? So, genau. Hier, das fliegt alles raus. Ich will hier nur Medigil drin haben. Ja. Okay, also wie gesagt, wir haben hier noch 11 Verwundete, aber das wird sich gleich auto... wie heißt es? Jetzt komme ich nicht drauf. Naja, es wird sich gleich ausgleichen. Na, ihr wisst Bescheid. Gut, okay, ich gehe mal hoch. Wir haben hier keinen Roboter, wir haben nur die zwei Sachen. Das soll es für den Moment auch erstmal sein. Wir haben das ja schon eingestellt, ne? Unsere Sprungaktivität ist da. Das passt soweit. Okay, das ist hier abgerissen worden. Ich würde mal hier jetzt was bauen. Und zwar brauche ich dieses Gerät. Und... Wo ist es denn? Dieses Gerät. Was kostet uns das? Das geht. Das geht. Von den Kosten her geht das. So, machen wir hin hier. Dann würde ich gerne unseren Wasserspender umsetzen. Nein. Na, sag mal, willst du mich hier trollen? Jetzt aber. Gut, haben wir. Den würde ich gerne mal abreißen. Dann haben wir noch ein paar Ressourcen über. Ne? Wir können das alles wieder bauen, sobald wir Ressourcen reinbekommen. Aber ich muss erstmal ein wenig hier klar Schiff machen. So, jetzt muss ich mal prüfen. Wir haben noch 12. Habe ich denn unten im Dings schon sowas gesetzt hier, sowas Wichtiges? Warte mal, was ist hier reingekommen? 10 Leute, sehr gut. So, jetzt muss ich mal prüfen.
Habe ich hier schon einen gesetzt? Nee. Also ich brauche auf alle Fälle so ein... so ein Batterie hier, so ein Sprunglicht-Container, ne, der die Reichweite erhöht. Den brauche ich auf jeden Fall. Das lässt sich ändern. Das sind 10 Verbundstoffe. Das ist der Hammer, ey. Das ist echt der Hammer. So, gut, haben wir. So, wie sieht das hier aus? Das hat geklappt. Dann kann ich das hier rausnehmen und auch das. Das geht auch. Wunderbar. Das bleibt. Das ist noch am Arbeiten. Okay, dann lassen wir das mal so. Geh mal ins Höher. Ja, ich hoffe, dass das hier funktioniert. Ja, die sind ein bisschen K.O., ne? Das sind die, die reingekommen sind. Aber das wird schon passen. Haben wir denn hier noch eine Möglichkeit, noch ein paar Leute zu holen? Wir prüfen. Ressourcen extrahieren. 17 Plastik. Halte ich für eine gute Idee. Machen wir mal. Okay. Mal gucken, ob das funktioniert, ne? 10 Stunden haben wir ja noch. Da geht bestimmt noch einiges. So, hier können wir auf alle Fälle wieder abreißen. Sehr gut, das hat also auch funktioniert. Sehr gut. Ja, das läuft. Wie sieht's hier aus? Das können wir auch abreißen. Und das geht auch. Siehst du? Kommt schon wieder was rein. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Gut, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Jetzt müsste ich eigentlich das Energieproblem, ein bisschen Wasser könnten wir schon angehen. Weiß ich noch nicht genau. Warte mal, ich gehe mal nach oben. Genau, das läuft hier auf jeden Fall. Und ich müsste mal hier die Betten anders machen, ne? Wenn die hier fertig wären. Haben die eigentlich Ressourcen? Das sieht gar nicht so aus, als würden die... Oh wow. Sieht aus wie ein Bug, oder? Weiß ich nicht. Sieht ein bisschen putzig aus gerade. So. Alles raus damit. Okay, es ist fertig. Wunderbar. Gut, dann würde ich mal sagen, ich baue mal neue Betten. Wir haben ja jetzt das, was wir brauchen und ich muss bloß mal überlegen, wie wir es machen. Wir machen das so, ja. Kommen wir da? Ne, da kommen wir ins Gehege. Mit den anderen Sachen. Das heißt, ich drehe das mal. Und ich drehe das mal so, dass die hier ein bisschen zusammenarbeiten können. ...32 Eisen, Wahnsinn. Aber okay, dann haben wir erstmal das. Das wird schon funktionieren hier. So, im selben Atemzug würde ich mal gucken, ob wir jetzt hier noch ein paar schöne Sachen bauen können. Und zwar... Mal sehen, vielleicht muss ich dann später nochmal umräumen, ne? Ich würde aber auf alle Fälle sowas Nettes hier bauen. Funktioniert das auch? Nee, das muss an der Wand sein, ne? Wenn ich das hier drehe... Das funktioniert leider gar nicht. Okay, also das funktioniert so nicht. Na gut, müssen wir mal gucken. Wie ist denn das, wenn ich das jetzt so mache? Ich würde es natürlich so machen, dass wir hier ein bisschen Luft haben, dass die ringsrum ran können. Ja, hier verschwenden wir Platz, ne? Schade. Tja, schwierig. Okay, das machen wir so. Dann haben wir noch Schach.
Ja, müssen wir mal gucken, ne, wie das hier funktioniert. Lassen wir es mal bauen. Vielleicht klappt das ja besser als gedacht. Und ich würde natürlich auch gerne eine Ecke machen, wo die sich noch ein bisschen hinpflanzen können, aber das ist auch so eine Sache. So, jetzt würde ich gerne... Haben wir das noch? Ja, vielleicht müssen wir es in die nächste Runde schieben, weiß ich nicht. So, ich muss jetzt mal schauen, wie es aussieht. Sind die Schiffe alle zurück? Landet. Wird durchgeführt und kehrt zurück. Okay, gut, das ist das. Wie viel Luft haben wir denn? 6 Stunden, okay. Dann werden wir wohl springen müssen. Ich habe da... Wasser brauche ich jetzt nicht im Moment. Wir haben genug. Ja. So, ich prüfe das mal. Das ist in Ordnung. Wir fangen mal unten im Keller an. Das ist gebaut. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, unsere Reichweite ist erweitert. Das hat sich auch getan hier. Das ist in Ordnung. Das sieht auch gut aus. Da können wir das nochmal abreißen hier. Der ist da, oder? Ja, der ist da. Gut, dann kommt doch wieder was rein. Sehr gut. Warte mal, geh mal hoch. So, dann sind wir hier bei denen. Ja. Hat der eine jetzt das gebaut? Nee, hat er nicht. Dann machen wir das mal. Und zwar brauche ich die Hochgeschwindigkeitskommunikation, damit man das neue Schiff bauen können. Sehr gut. Haben wir. So, ich prüfe hier nochmal. Das haben wir, das haben wir. Mhm. Das ist auch da. Und das haben wir auch. Dann gehen wir hier nochmal hoch. Das läuft. Die Tür kann ich mal wegmachen hier. Ja. Sehr schön. Naja, ich sehe gerade was. Hier müssen wir noch was ändern. So. Okay, die Betten stehen zumindest schon mal. Das ist sehr gut. Da haben wir zumindest schon mal 8 Stück. Ist jetzt nicht die Welt, aber es ist zumindest was. So, jetzt würde ich nochmal schnell schauen hier unten, ob die Schiffe da sind. 1, 2, 3, 4, es landet. Das heißt, wir können springen. Werden wir auch tun. Dann sind wir nämlich weg. Ne? Ein Riesenerfolg hier. 19 davon. Das ist sehr gut. Oh, nicht erfolgreich. Oh, schade. Ausgerechnet die Verbundstoffe, ne? Ah, das ist aber aus. Mhm. Ausgerechnet die, das ist echt ärgerlich. Ne, das war's Wasser. Okay. Und was ist das hier? Plastik. Mhm. Na gut. Irgendwas ist ja immer irgendwie, ne? So, ich würde mal sagen, wir prüfen mal, ob wir hier das reparieren können. Auf der anderen Seite würde ich sagen, ich will das eigentlich abreißen, ne? Warte mal, bevor du hier losmachst. So, das kann weg. Genau, das kann weg und dann können wir nämlich was Neues bauen. Sehr gut. Es könnte sein, dass hier die Stoffe fehlen, ne? Oder? 5. Ne, die muss ich eher ranbringen, ne? Dann passt das schon. Gut. Dann mache ich noch das hier zum Abriss. Kann ich es beschleunigen? Ne, kann ich nicht. Gut, auch egal. So, ich prüfe nochmal hier die ganzen Sachen. Das haben wir. Das haben wir auch. Und das ist auch geklärt. Wunderbar. Gut, wir haben auf alle Fälle das schon mal. Jetzt würde ich sagen, eigentlich bräuchte ich noch irgendwie eine Sache, dass die sich immer hinsetzen können, ein bisschen entspannen können. Aber das haben wir leider so gar nicht. Ich mache das mal so und so. Dann können die da noch was lesen. Mhm. Kostet das wirklich 7 Plastik? Ist nicht dein Ernst, oder? Wow. Okay.
Okay, ich mache das mal noch dahin. Und ich mache mal noch so ein schönes Bettchen hier. So, jetzt muss ich nochmal prüfen, ob wir hier noch so ein... Ja, das ist okay. Ja, vielleicht ein bisschen viel, ne? Müssen wir mal so machen. Vielleicht reicht das ja. 2, 4, 6, 7. Ja. Aber der ist nicht richtig. So, müssen wir mal gucken. Wird schon funktionieren. So, okay. Dann läuft das zumindest schon mal. So, Wasser ist ein Problem. Wir sind gesprungen. Das heißt, ich würde mal ganz schnell runterschauen. Wie sieht denn das jetzt so aus hier? Hat er das gebaut? Haben wir das? Das ist noch nicht fertig. Wir haben eine Prio laufen. Okay, der macht das. Gut, dann einmal hier drauf. Einmal sondieren. Was haben wir denn? Hier fehlt einer. So, Sondierung machen wir. Läuft. Okay, ich mach mal ein bisschen Wasser. Und dann mache ich nochmal eine Aktion Ressourcen hier. Und dann gucken wir mal, ob es funktioniert. Ja. So, okay, gut. Weiter geht's. Jetzt muss ich mal gucken, was kosten denn oder was brauchen denn die... Dinge hier. Ich setz mal einen davon. Ja, das passt schon irgendwie. Ja, ich muss mal gucken. Wir werden jetzt mal... schwierig. Ja, ist egal. Wir brauchen es trotzdem. Ich brauche Maschinenherstellung. 3. Weiß ich nicht, ob es funktioniert. Werden wir sehen. 24. So, habe ich. Und dann brauche ich... das hier. Ich weiß nicht, ob unsere Maschine funktioniert. Werden wir gleich nochmal probieren. 20 brauche ich. Boah, Freund. Müssen wir gucken, ne? Komm, geh mal in die Unterkunft und ja. Hoffentlich passt das in der Unterkunft. So.
Okay, eine Station haben wir. Mhm. Ja, das brauchen wir. Das passt. Okay, können wir mal nehmen. So, dann würde ich gerne die Sachen hier wegmachen. Na. So, da müssen wir genug übrig haben. Ja, passt. Da ist noch ein Bett frei. Da ist auch noch eins frei, also das läuft. Sitzen können sie auch. Ja, das läuft. Das läuft. Mhm. Okay. Okay, das läuft hier auch, ne? Ja, die nehmen Essen. Der macht Essen. Das läuft. Das läuft sehr gut. Okay, Raumschiff. Ja, schauen wir mal. Sehr erfolgreich das Ganze. Mhm. So, der Raum funktioniert hier. Das läuft also gut. Dann brauche ich einmal so eine Maschine hier. Das muss ich mal drehen. Genau. So, sehr gut. So, dann könnt ihr das hier mal machen. Ja, dann hoffe ich, dass es funktioniert. Gut, was haben wir denn hier? Essen und... Ja, okay, läuft. Was haben wir denn noch Schönes? Komm, wir schauen mal, was es noch so gibt. Das ist natürlich sehr gut, ne? Ja, ich hoffe, dass es funktioniert. So. Warte mal, Trümmer. So, machen wir mal die. Und, was haben wir? 312 Wasser. Das ist okay. Tja. Haben wir. Gut, das ist das neue Schiff dann, was dann sehr schnell durch den Raum hier dann die, wie heißt denn das gleich? Mensch, die Forschung. Also die Survey. Ich komme gerade nicht auf den Namen, aber das ist doch nicht normal. Die macht dann eben schön die Runde, wenn wir, ja, wenn wir was ich komme nicht drauf, aber das ist doch nicht normal. Also hier die Forschung, ne? Hier das Erforschen, ja? Wenn wir eine ich weiß nicht, also es ist ja gerade, ihr wisst, was ich meine, ne? Das Survey auf Englisch, ich komme gerade nicht aufs Deutsche hier, mein Gott. Das ist ja der Wahnsinn. Hammer. Okay, die machen ihr Ding hier, ne? So, okay, die Maschine ist fertig, das, oh, sehr gut. So, wir haben Sauerstoff, wir haben Strom und jetzt bräuchte man natürlich noch ein... Oh ja, das müssen wir noch machen. Und zwar brauche ich nämlich... Ja, ich brauche dafür einfach was. Ich mache das mal dahin. Ja, es ist gerade eigentlich so, wie ich es ja nicht will, aber was willst du machen, ne?
Keine Munition, kein Verbundstoff. So. Wartet mal, ich werde noch mal prüfen. Wir haben doch bestimmt noch irgendwo, dass wir doch irgendwo eins wegmachen müssen. Da sind wir bei 16. Das sind 400. Ja, das werde ich mal machen. Ich nehme hier eins noch mal weg. Na? Da haben wir noch ein bisschen was. So, wir können mal gucken. Wir haben 12 minus pro Dings und minus 14, ja. Also, es ist momentan gerade mit dem Strom ein bisschen, aber okay. Das wird schon. So, gut. Dann haben wir das. Ja. Und die Verwundeten. Das sind halt die Verwundeten, die gerade reingekommen sind mit der Sache, ne? Aber das kriegen wir schon hin. Oh, was macht denn der hier? Hier, den guten Mal irgendwie. Ach, da steht wieder auf. Okay. Siehst du? Und schon geht er dahin. Siehst du, die Prinzessin kommt, die wird dann gleich mal ein bisschen. Ein wenig. Läuft auf jeden Fall. Ja, momentan haben wir ja keinen, der irgendwie Schwierigkeiten hat. Oh, sehr gut. 7 davon, das ist sehr gut. 18 Schuss, 21 Krankensachen hier, Medizin und 12 Essen. Also das ist schon top. Nee, das ist okay. Das nächste. Nochmal, Wahnsinn. 7, 6, 20 und 12. Sehr gut. Seht ihr? Ja, das ist echt gut. Das ist echt gut. Na? Und das Schiff werden wir mal hier reparieren. Wird schon irgendjemand kommen? Genau, da ist er schon da. Sehr gut. Also ich finde das gut, dass wir das so auf die Reihe kriegen. Sehr gut. So. 12, 4. Es fehlen mir noch Eisen. Ja gut, das kriegen wir auf die Reihe, ne? Sehr gut. Sehr gut. So, die Schiffe sind da. Ich mache trotzdem mal hier, dass es repariert wird. Sehr schön. Also es hat sich wirklich sehr viel getan seit dem letzten oder seit dem Start des Spiels. Das kann man wirklich so sagen. Ne? So, ich würde nochmal prüfen. Wir haben also mehr über als die Sache da funktioniert. Sehr schön. Ich würde vielleicht trotzdem, muss ich mal prüfen, ob man vielleicht trotzdem, weiß ich nicht, ob man. Warte mal, wenn ich das die so hinmache, dann wären wir bis hier. Ja, aber trotzdem, das funktioniert, ne? Wir müssen bloß gucken mit dem Essen, dass das funktioniert, ne? Hier haben wir auch genug, also. Ich sehe da kein Problem. Da bin ich ganz ehrlich. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob man nicht vielleicht trotzdem der löst gleich mal ab hier, oder? Ja. Okay, derzeitlich. Auf alle Fälle läuft das erstmal. Ist es nicht irgendwie schön so vielleicht? Ich glaube, man müsste die Sachen anders dann in die Zwischenräume so ein bisschen machen. Da können wir nämlich hier auch mal irgendwie dann in Dings machen. Das müsste man nochmal gucken, ob man das irgendwie nicht vielleicht ein bisschen anders. Aber das hätte auch ein bisschen Zeit, ne? Ja. Gut, ich werde trotzdem hier nochmal zwei Sachen machen. Warte mal, hier rein. Und zwar möchte ich gerne zwei Tisch machen. Ich weiß nicht, was ich rede. Entschuldigung. Zwei Türen machen. Ja. Genau.
Ja. Sehr schön. Okay, ich finde das soweit in Ordnung. Gut, wir schauen nochmal hier unten, wie es jetzt hier unten aussieht. Wir haben rein theoretisch. Ja. Müssen wir halt gucken, ja, dass das läuft. Hier ist irgendwie eigentlich nie einer, der Strom macht, ne? Ja, ich glaube, da müssen wir mal jemanden hier einstellen. Und so wie ich das sehe, funktioniert das hier ganz gut. Also, da kannst du nicht meckern, ne? Ja, habe ich noch momentan noch keine, aber das wird schon. Ja. Gut. Ja. Okay, haben wir auch. Gut, ich prüfe mal, wie es jetzt hier unten aussieht. Wartet mal, ich muss mal ganz kurz hier unten hin. So. Die sind alle da. Das ist in Ordnung und hier ist keins mehr. Das heißt, ich gehe mal hoch auf die Brücke und wir prüfen mal. Sehr gut. Ja, dann nehmen wir das hier drüben. Ich nehme das mal rein und ich glaube, wir können dann auch springen. Ja, so sieht's aus. Ja, da würde ich sagen, springen wir ins nächste Kapitel, in das nächste System und müssen wir mal gucken, ne? Was uns dort erwartet. So. Okay, Asteroiden voraus. Asteroiden nähern sich, Captain. In diesem System drohen Asteroiden, unser Schiff zu beschädigen, bis wir den Sprung von hier wegschaffen. Durch Auslösen des roten Alarms erhält das Militär den Befehl, uns mit Geschütztürmen des Schiffes zu verteidigen. Kampfschiffe können auf Kampfpatrouille geschickt werden, um die Asteroiden zu zerstören. Bevor sie einschlagen. Ja, genau. Also, ja. Ich weiß auch nicht. Ich habe gerade hier. Warte mal. So, Alarm rot. Ja, man sieht, die gehen alle in den Dienst, ne? So, das läuft erstmal. Wunderbar. Ah, dem geht's nicht ganz gut. Da könnte mal runtergehen. So, die sind alle. Ja. Alle da und ich würde gerne mal ganz kurz noch auf Pause gehen, bevor wir hier, würde ich nämlich ganz gerne nochmal gucken, was haben wir denn hier noch so Schönes? Ressourcen extrahieren, also es gibt hier eine ganze Menge. Ne? Es wäre natürlich wichtig und ich würde gerne nochmal schauen, wir können rein theoretisch, ja schwierig, ne? Ist gerade schwierig. 1, 2, 3, 4, 5, die wir hätten. Es sind, ja, das ist... Ja, wir machen einfach mal, ne? Lässt sich nie ändern. Ich brauche die alle. So. Ja. Ich mache nochmal den Sondierungseinsatz hier. Und ich nehme ein. Ich brauche mal von der Gesundheit hier. Den einen oder anderen. Dann nehme ich dich mal. Und. Moral. Ja, nehme ich mal dich, ja. Ja, da schauen wir mal, ne? Wird schon funktionieren. Ups. So. Und weiter geht's. So, dann nehme ich nochmal hier einen Spezialisten mit rein.
Welchen haben wir denn? Ihn hier. Oder sie? Wie auch immer. Alarmstart. Funktioniert es? Läuft, okay. Okay, Jäger ist auch bereit, wunderbar. Dann gehen wir dann noch mal ganz sauber an die Sache ran. Das kannst du eigentlich mal. Warum geht's denn hier nicht wieder raus? Ja, okay, dann lass es so. Wir haben bloß 90 Minuten pro Schiff, also das ist für mich vollkommen in Ordnung. Und ich würde gerne in der nächsten Folge mit euch weitermachen. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein und bis dahin macht's gut. Ciao, ciao und auf bald.